Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gerne lernen, heute wieder von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Mein Name ist Tamara Elsner und ich erforsche dort mittelalterliche Literatur. Genauer gesagt, seht es schon am Titel, Literatur über die Superhelden des Mittelalters. Und auch heute sind wir hier wieder nicht alleine, sondern der Christian ist mit dabei. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auf ein spannendes Kennenlernen mit dir. Das klingt ja auch schon sehr interessant, was da steht. Da bin ich echt mal gespannt. Und ja, ihr könnt natürlich auch wieder Fragen stellen bei YouTube und bei Facebook, die ich dann an dich weiterleiten werde. Genau, richtig. Also jederzeit gerne eine Frage eintippen und stellen und mich auch gerne unterbrechen. Oder im Zweifel, wenn euch erst hinterher was auffällt, dann gerne auch erst hinterher. Gut, fangen wir an. Die Superhelden des Mittelalters. Superhelden kennt ihr sicherlich alle. Batman, Iron Man, Spider-Man. Wonder Woman sind ja aus unseren Fernsehangeboten, Streamingangeboten, aus dem Internet eigentlich gar nicht wegzudenken. Und ja, sie vollbringen außergewöhnliche Taten, haben außergewöhnliche Kräfte, kämpfen für das Gute und garantieren Action und Spannung. Also wer sich was mit Superhelden anguckt, der weiß, jetzt kommt eine tolle Geschichte. Aber Superhelden sind keine Erfindung unserer Zeit, sondern die gab es auch schon im Mittelalter. Auch dort gab es schon spannende und actionreiche Geschichten um solche außergewöhnlichen Figuren. Und ein paar davon möchte ich euch heute vorstellen. Aber diese Superhelden hießen damals nicht Superhelden, sondern einfach Helden. So, jetzt seht ihr es auch richtig. Und ihr seht schon, den Begriff Held habe ich hier einmal mit aufgeführt. Im Mittelhochdeutschen heißt das Held, geht zurück auf das altsächsische Helis oder dann das altenglische Häles. Ja, und das geht eventuell, die Forschung ist sich nicht ganz sicher, zurück auf den Begriff Helm, was bedecken oder verbergen oder schützen bedeutet. Das bezeichnet einen gerüsteten Krieger. Und da passt also das Schützen schon ganz gut. Also jemand, der etwas schützt oder der jemanden schützt, der sich schützt durch die Rüstung. Und diese Helden waren den Leuten früher natürlich nicht aus Filmen oder Comics bekannt, sondern einfach aus Erzählungen. Und diese Erzählungen hießen damals, oder wir nennen sie heute, Heldenepik. Sie wurden damals vermutlich zuerst mündlich erzählt und irgendwann im Mittelalter hat man angefangen, sie aufzuschreiben. Das älteste deutschsprachige Heldenepos, das wir haben oder kennen, ist das Hildebrandslied. Das seht ihr hier, aufgeschrieben etwa 830, 840 in althochdeutscher Sprache. Und das Spannende daran ist, dass es genau dann leider abbricht, wenn es spannend wird, wenn es zum Endkampf kommt. Dann ist leider die Handschrift zu Ende. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Aufgeschrieben wurde dann auch das Nibelungenlied. Jetzt sind wir schon ein bisschen später. So sieht das aus. Ich zeige euch hier mal eine Seite daraus. Und das ist aus einer Handschrift aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts, also zwischen 1225 und 1250 ungefähr. Und es ist jetzt eben schon nicht mehr auf Althochdeutsch, sondern auf Mittelhochdeutsch verfasst, also eine Sprachstufe näher an unserem heutigen Deutsch dran. Alle Texte, die ich euch heute zeigen werde, sind auf Mittelhochdeutsch, manchmal auch schon auf Frühneuhochdeutsch. Diese sprachlichen Besonderheiten werde ich euch vielleicht dann in einer neuen Gerne-Lernen-Folge irgendwann mal erzählen. Wir konzentrieren uns heute auf die Literatur und auf das, was da erzählt wird. Trotzdem werde ich euch die Textbeispiele immer im mittelhochdeutschen Original vorlesen. Aber keine Sorge, auch wenn das erstmal total fremd aussieht und ein bisschen komisch klingt, werdet ihr das ganz normal verstehen können. Ja? Ganz intuitiv, also keine Sorge vor der fremden Sprache. Und zunächst zeige ich euch hier jetzt nochmal eine Vergrößerung. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr etwas erkennen könnt. Ich glaube, ganz deutlich ist hier das große Uns und dann Ist. Dann geht es weiter, schon ein bisschen schwieriger zu lesen. Ich gehe nochmal eine Stufe näher ran. Und lese es euch mal vor. Ihr könnt ja versuchen, mitzulesen. Hier steht also: Uns ist in alten Meeren wundersviel gesät. Von Heldenlobbebären, von großer Arbeit. Von Freuden hochgezierten, von Weinen und von Klagen. Von Kühnerecken strieten, möget ihr nur Wunder hören, sagen. Ja, hier unten hört es auf. Hören, sagen. Und hier an diesem Beispiel des Nibelungenliedes wird schon ganz gut deutlich, worum es in Heldenepik eigentlich geht. Heldenepik, das sind alte Märchen, also alte Geschichten, Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Geschichten aus einer Zeit, in der es Wundersames gab, ja, Wunder, zum Beispiel Drachen oder Riesen. Und in den starken Helden,
die hellenden Lobbebären außergewöhnliche Taten vollbringen. Aber bei diesen Geschichten ist auch Freud und Leid immer eng beieinander. Freude, Weinen und Klagen. Ein Erfolg macht hier nicht unbedingt glücklich, sondern kann auch Anlass sein zu Klage und zu Niedergeschlagenheit. Außerdem spielt Krieg und Kampf eine wichtige Rolle. Striten, ja, das Streiten. Und schließlich wird von Helden, von Heldenepik erzählt. Ja, hören, sagen. Hier wird also nicht gelesen, sondern es wird mündlich erzählt und wir gehen davon aus, dass das Publikum sich das dann auch live angehört hat. Denn die wenigsten Menschen im Mittelalter konnten natürlich lesen und schreiben, geschweige denn sich ein Buch überhaupt leisten, das sehr, sehr teuer war. Und diese Bedeutung des Hörensagens, des Vorlesens, werdet ihr auch in den Textbeispielen immer wieder mitbekommen, wenn es dann heißt, ich sage euch, ich erzähle euch, hört mir zu. Das findet ihr ganz oft. Und sicherlich ist euch zu Hause jetzt schon aufgefallen, dass diese Elemente der Heldenepik, ja, Helden, alte Geschichten, Wunder, Freude und Leid, unseren Superheldengeschichten gar nicht mal so unähnlich sind. Die eben auch für das Gute kämpfen, vor allem kämpfen und wundersamen Dingen begegnen. Ich sehe, da gibt es ja eine Frage. Ja, ich habe mir nur gerade gedacht, das klang so ein bisschen so für mich jetzt so niederländisch oder dänisch heutzutage. Ist das Zufall oder hat das vielleicht irgendwie eine Bedeutung? Das ist dieses, was war das jetzt, frühere Neuhochdeutsch, glaube ich, also vom Klang her so ähnlich ist? Ja, ja. Gute Frage. Das ist tatsächlich vom Klang her so ähnlich, denn der Sprachwandel vollzog sich immer eher von Süden nach Norden raus. Und manchmal hat es dann eben nach Norden hin sich ausgelaufen, dass also unsere süddeutsche Sprache sich schon verändert hat, während aber es im Norden noch gleich bleibt. Zum Beispiel bei Appel und Apfel haben wir das ganz oft. Und deshalb genau, also merkt man das, im norddeutschen Dialekten ist man noch viel mehr dran an den mittelhochdeutschen oder allgemeinen Dialekten. Weil im Mittelhochdeutschen auch einfach Dialekt aufgeschrieben wurde. So wie man es hörte, so schrieb man es auf. Genau. Super Frage. Gut, ich habe ja schon gesagt, ihren Ursprung haben die Helden eben in mündlichen Erzählungen. Und diese drehen sich meistens um ein sogenanntes Heroic Age, also um eine geraume Vorzeit. Und die ist für die deutsche Heldenepik vor allem die Völkerwanderungszeit. Also vor circa 1500 Jahren. Und vieles von dem, was in Helden eben erzählt wird, können wir auf historische Ereignisse zurückführen. Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn im Laufe der Zeit wurde auch sehr, sehr viel verändert. Und deshalb kann man das nicht mehr eins zu eins übertragen. Noch eine Frage. Ja, und zwar jetzt auch aus der Community. Bei YouTube fragt Stefanie, ob es Robin Hood wirklich gab. Ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber vielleicht kannst du dazu auch was sagen. Ja. Also da müsste ich jetzt erstmal wahrscheinlich die Kollegen aus der Anglistik fragen, die sich mit Robin Hood sicherlich sehr viel besser auskennen. Nach meiner Kenntnis gab es ihn nicht aktuell, was jetzt aber nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Also bin ich ein bisschen überfragt, wie gesagt, vielleicht eher mal in der Anglistik nachfragen. Aber die Idee, dass es solche Geschichten gab oder Menschen, die sich so eingesetzt haben und daraus dann die große Geschichte gesponnen wurde, also das ist sicherlich plausibel, aber kann ich jetzt leider keine abschließende Antwort drauf geben. Also ich habe mal gelesen, dass es die Person an sich nicht direkt gab, aber verschiedene Personen so ähnlich und dass sie dann sozusagen zusammengesetzt wurden in dieser Geschichte dann am Ende zu einer Person. Ich glaube, das kommt auch häufiger vor, ne? Dass man so verschiedene Eigenschaften sozusagen von mehreren Menschen am Ende vereint in einem Helden. So, ne? Also ich glaube, das war bei Robin Hood auch so ähnlich der Fall. Ja, also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr plausibel und das wird auf jeden Fall auch gemacht, dass verschiedene historische Sachen irgendwie zusammenfließen. Da habe ich auch nachher noch ein Beispiel mit Dietrich bzw. Theoderich, wo wir auch ein bisschen drauf kommen, wie denn jetzt Geschichte und Realität oder dann Realität und Erzählung eventuell zusammenhängen oder auch nicht zusammenhängen. Genau, also was diese Geschichten eben für uns heute auch noch spannend macht, ist, dass es eigentlich um Dinge geht, die uns heutzutage immer noch beschäftigen. Ja? Um Liebe, um Ehre, um Rache, um Gier. Um Stolz, um Tod und Leben, also ganz elementare Dinge spielen da eine Rolle. Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Heldengeschichten. Wir haben jetzt gar nicht die Zeit, dass wir die alle durchgehen. Ich stelle euch die zwei bekanntesten Helden des Mittelalters vor, nämlich Siegfried und Dietrich. Und wir fangen an mit Siegfried. Von Siegfried gibt es, wie ihr sehen werdet, nicht so viele Zeichnungen in Handschriften, sondern eigentlich nur diese hier aus dem Hundeshagischen Kodex, wo ihr ihn mal seht in Rüstung mit Schwert. Ja, und Siegfried ist der Held des Nibelungenliedes. Ja, ich habe vorhin schon erwähnt,
um 1200 ungefähr aufgeschrieben und vielleicht das populärste Heldenepos im Mittelalter. Ihr seht hier, sehr populär, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Handschriften. Hier mal eine erste Variation der jeweils ersten Seiten, es gibt aber noch sehr, sehr viele mehr davon. Siegfried kommt auch in nordischen Sagen vor, dort heißt er dann Sigurd, ja, also nordische Sagen heißt ungefähr aus dem Bereich des heutigen Skandinavien. Wir bleiben aber heute beim mittelalterlich Deutschen, Siegfried, ja, aus dem Nibelungenlied, das wie gesagt im 13. Jahrhundert aufgeschrieben wurde, und zwar von Hand. Und das Ding hat eine Länge von gut 2400 Strophen. Das von Hand aufzuschreiben, würde ich sagen, ist schon eine ordentliche Leistung. Vor allem in diesen verschiedenen Fassungen. Ja, hier ist nochmal eine Frage. Ja, und zwar bei Facebook fragt Inka, gab es denn auch berühmte Heldinnen oder sind das eher nur Männer? Ich denke mal, du kommst vielleicht auch noch darauf zu sprechen. Mhm. Ne? Ja, gute Frage. Es sind eher nur Männer, aber wir kommen nachher auch noch auf eine sehr berühmte Frau oder auf zwei berühmte Frauen, nämlich Brünhild und Kriemhild, die... Also Brünhild auf jeden Fall hat schon mal so ein bisschen heldische Züge, vielleicht auch man könnte sagen männliche Züge, wenn man so möchte. Und Kriemhild wird ja am Ende zur großen Rächerin, ja, also auch sie bekommt eigene Agency, sie handelt selbstständig und wird gewissermaßen zu einer Art Hauptfigur. Aber überwiegend sind es nur Männer. Ja, also noch nicht so viel mit Wonder Woman im Mittelalter. Vielleicht findet sich ja noch eine Handschrift, aber es, ja, die Gesellschaft war damals einfach noch anders aufgebaut und da hatten Frauen dann noch nicht so viel zu sagen. Was nicht heißt, dass sie gar nichts zu sagen haben, aber das wäre wieder ein neues Thema, über das ich sehr viel mehr sagen müsste, als uns jetzt hier die Zeit reicht. Genau, also nachher kommen wir auf jeden Fall noch kurz zu Brünhild und Kriemhild. Jetzt bleiben wir erstmal noch bei Siegfried und zwar möchte ich euch am Beispiel von Siegfried jetzt zeigen, was einen Helden im Mittelalter ausmacht. Wir haben jetzt eben nicht die Zeit, das ganze Nibelungenlied zu lesen, wie gesagt, 2400 Strophen, mehr dazu sogar. Aber ich habe eben, wie schon angekündigt, immer verschiedene Textbeispiele dabei, die ich auch vorlesen werde und anhand derer ihr sehen werdet, was Siegfried so ausmacht. Wir fangen also an. Du wuchst in Niederlanden, eins viel edelen Königes Kind. Des Vater hieß Sigemund, sin Mutter Sigelind. In einer riechen Bürge, wieten wohl bekannt, nidene bi dem Riene, die was Cäsanten genannt. Siegfried kommt also aus den Niederlanden. Er ist das Kind eines Königs, also ein Prinz. Und sobald er alt und stark genug ist, lernt er natürlich alles, was ein Prinz zu können muss. Vor allem den Kampf mit dem Schwert. Man mochte Michel Wunder von Siveride sagen, was Ehren an ihm wüchse und wie schöne, was ihn lieb. Nur was er an der Stärke, dass er wohl war von Trog. Swess er dazu bedurfte, des Lack an ihm genug. Siegfried ist also schon von Natur aus richtig gut ausgerüstet, um ein toller Kämpfer und Krieger zu werden. Lernt das dann natürlich auch nochmal richtig am Hof. Und zieht dann eigentlich schon aus. Und sag mal, da ist ja jetzt so ein Akzent irgendwie, ne? Das sieht aus wie Circumflex, glaube ich, aus dem Französischen. Was ist das eigentlich? Also, das kann man ja auch im Deutschen eher nicht so, ne? Genau, richtig. Das ist die Längenmarkierung. Das, also in den mittelhochdeutschen Handschriften steht das so nicht drin, sondern das ist einfach, was die Editionswissenschaft drauf macht, um zu markieren, okay, dieser Vokal, den sprechen wir lang, während alle anderen Vokale im Mittelhochdeutschen kurz gesprochen würden. Also man sagt zum Beispiel Ehren, aber und lieb, aber zum Beispiel Stärke, also relativ kurz. Dann wieder das lange Waffen und dann aber zum Beispiel wieder kurz, wo haben wir es ihn? Lack, hier unten. Das Lack wäre also wieder kurz gesprochen. Also das ist einfach nur die Längenmarkierung, die es gibt. So, was braucht ein Prinz, um in seiner Zukunft glücklich zu sein? Ganz klar, eine Prinzessin. Er hat sich auch schon, ja, es gibt wieder eine Frage zu Siegfried von MJ bei YouTube. Der möchte wissen, ob es die beiden wirklich gab, also Siegfried oder Sigurd, oder ob die lediglich ausgedacht sind. Ja. Auch das ist jetzt wieder sehr schwierig zu beantworten, weil das Nibelungenlied zurückgeht auf eine sehr, sehr lange Sagentradition. Also wie gesagt, auch in der nordischen Tradition und hier sehr, sehr tief geht. Wir können jetzt nicht sagen, das ist der Siegfried, aber wir können natürlich sagen, dass es bestimmte Persönlichkeiten gab, die eventuell das Bild von Siegfried beeinflusst haben. Aber wir können nicht sagen, es gab irgendwann mal hier den Paten sozusagen für Siegfried in der Geschichte. Dazu ist es einfach zu lange zurück. Also anders als bei Dietrich Theoderich, wo wir diese Bezüge sehr viel klarer machen können. Kannst du das dann auch noch übersetzen, was da steht? Aktuelles? Ja, also Deutsch. Hier steht, also da sprach der König Siegfried, so will ich Kriemhild nehmen, also zur Frau nehmen, die schöne Jungfrau aus dem Land der Burgunden.
von Burgundenland. Ja, also ihr seht schon, dass wenn man sich einfach drauf einlässt, das mal so versucht, dann kommt man sehr schnell drauf. Ne? Also Sprach, der kühne Siegfried. Das ist schon sehr, sehr ähnlich. Wenn man einfach man muss kurz die Fremdheit überwinden und zulassen, dass es eigentlich Deutsch ist. Und dann klappt das. Genau. Und noch eine gute Frage bei Facebook von Claudia. Die möchte wissen, woher weiß man denn, welche Vokale kurz und welche lang gesprochen wurden damals? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Auch etwas, was euch ausführlicher jetzt eher ein Sprachwissenschaftler beantworten könnte. Das ist im Prinzip eine Rekonstruktion, die wir machen durch den Sprachwandel. Also man vergleicht verschiedene Sprachstufen und stellt dann fest, wie sich das entwickelt hat. Und so kommt man dann eben zurück, dass man davon ausgeht, das wurde jetzt eher lang gesprochen, das wurde jetzt eher kurz gesprochen. Zum Beispiel bei den langen haben wir jetzt heute im Neuhochdeutschen ja ganz oft so ein Dehnungs-H zum Beispiel eingebaut, bei Ehren vor allem. Ich glaube, hier hatten wir vorher das Wort was Ehren, ja, also wo wir heute das auf jeden Fall ja dehnen. Und so kann man sich Stück für Stück die Sprache zurück rekonstruieren. Aber wir können natürlich jetzt nicht jemanden fragen, im Mittelalter wurde das auch wirklich so gesprochen. Ja, also es ist schon ein Stück weit Rekonstruktion, aber eine plausible Rekonstruktion. Oder besser haben wir es bisher nicht, sagen wir mal so. Okay, ich sehe, es gibt ganz schön viele Fragen zu dem Thema. Mal schauen, wie wir hier weiter durchkommen. Siegfried braucht eine Frau, wie jeder Prinz im Mittelalter. Er hat sich eine ausgesucht, nämlich die schöne Kriemhild, die eigentlich gar niemanden heiraten will, aber sich am Ende dann doch bereit findet, Siegfried zu heiraten. Siegfried zieht also aus zu Kriemhild. Die wohnt mit ihren Brüdern, die heißen Gunther, Gernot und Giselher, die drei Gs. Gunther ist der König, wohnt in Worms am Rhein. Und als er dort ankommt, erkennt Siegfried einen Ritter namens Hagen. Und von Hagen erfahren wir jetzt Siegfrieds Backstory. Ja, denn, das wussten wir vorher noch nicht, er hat schon in seiner Jugend, also als ich erzählt habe, dass er Waffen trug, dass er sich schon bewaffnete, ganz viele Heldentaten verbracht, von denen Hagen jetzt eben erzählt. Als junger Ritter, so erzählt Hagen, ist Siegfried auf der Suche nach Abenteuern im Nibelungenland den beiden Königen Nibelung und Schilbung begegnet. Und die haben einen riesigen Schatz, den sie unter sich aufteilen wollen, aber der Schatz ist so riesig, dass sie es nicht schaffen. Hier lese ich euch wieder aus dem Original vor. Hort der Nibelunges, der was gar getragen aus einem hollen Berge. Nur höret Wunder sagen, wie in wollen Teilen der Nibelungen Mann. Also sie wollen es aufteilen, den Schatz, den sie aus dem hohlen Berg getragen haben. Und Siegfried sach so viel Gesteines, so wir hören sagen, 100 Kanzwägene es möchten nicht getragen, noch mehr des roten Goldes von Nibelungenland, das sollt ihn alles teilen des Königen Siegfriedes Hand. Es ist Siegfrieds Aufgabe, ihnen zu helfen, diesen Schatz jetzt unter sich aufzuteilen. Und weil Siegfried ihnen helfen will, schenken sie ihm auch etwas, nämlich das Schwert der Nibelungen. So gaben sie ihm Mirte, das Nibelungswert. Mirte ist hier nicht die Miete, so wie wir es heute kennen, sondern als Belohnung sozusagen bekommt er das. Aber der Schatz ist so groß, dass es auch Siegfried nicht schafft, den Schatz zu teilen. Deshalb werden Nibelung und Schilbung wütend und greifen Siegfried an. Er konnte es nicht verändern, sie waren zornig gemurrt. Sie werden zornig und es kommt zum Kampf. Bei diesem Kampf kämpfen die beiden Könige nicht allein gegen Siegfried, sondern sie haben Hilfe von Riesen und von einem Zwerg. Sie hätten da ihr frühende 12 kühne Mann, das starke Riesen waren. Was konnte sie verwahren? Die Slurg sieht mit Zorne die Siegfriedes Hand und Recken 700 twank er von Nibelungenland. Siegfried besiegt also nicht nur die beiden Könige, sondern auch die 12 Riesen und bekommt am Ende noch 700 Recken aus dem Land der Nibelungen, die er mitnimmt. Und schließlich kämpft er eben noch gegen den Zwerg Alberich. Dohne Kund ihm nicht gestritten, das starke Getwerk, allsam die Läven wilde, sie liefen an den Berg, da er die Taren kappern, sieht Alberiche gewann. Du warst des Hordes Herr Siegfried, der freisliche Mann. Siegfried kämpft also gegen den Zwerg Alberich und gewinnt von ihm die Tarnkappe, einen Mantel, der unsichtbar macht und die Stärke von 12 Männern verleiht. Also ein sehr praktisches, super Ausrüstungsding. Und indem er jetzt Alberich besiegt und alle anderen besiegt, wird jetzt Siegfried der Herr des Nibelungenhortes. Ihm gehört er jetzt. Ja, Siegfried, der freisliche Mann, der schreckliche Mann, der Kämpfer, hat nun den Schatz erobert. An einem anderen Tag, so erzählt es uns Hagen in dieser Backstory-Geschichte, trifft Siegfried außerdem auf einen Drachen.
einen Lindrachen, den Slurk des Heldes Hand, er badet sich in dem Blurte, sein Hut ward Hurnin, das nindet ihn kein Waffen, das ist dicke worden schien. Er badet im Blut des Drachen und so wird er unverwundbar, seine Haut wird ganz dick wie eine Hornhaut, was man natürlich nicht sieht. Er ist also seine Superkraft, er ist unverwundbar, keine Waffe kann ihn durchdringen und das ist dicke worden schien, also es ist, hat sich offenbar schon irgendwie bewährt, dass er hier unverwundbar ist. Allerdings, das erfahren wir im Nibelungenlied erst später, ich erzähle es euch aber jetzt schon, einfach damit ihr die folgenden Geschehnisse besser einordnen könnt, passiert bei diesem Bart etwas, denn ihm fällt ein Lindblatt hinten auf die Schulter. Da kommt also kein Blut hin, kein Drachenblut, deshalb ist das die einzige Stelle, an der er verwundbar ist. Und das wird nachher noch sehr, sehr wichtig. Davon des Drachen Wunden floss das heiße Blut und sich da inne badete der Körne Rittergurt. So fiel ihm zwischen die Härte ein Lindenblatt viel bereit, da mag man ihn versnieden. Also Siegfried hat eine unglaubliche Superkraft, er ist nicht nur stark, er hat seine Zauberdinge, sondern er ist auch noch unverwundbar, bis auf diese eine Stelle am Rücken eben, von der jetzt erstmal noch niemand weiß, Gott sei Dank. Kommen wir aber zurück zum Wormser Hof. Ihr erinnert euch, Siegfried ist gerade angekommen und möchte um Kriemhild werben. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, denn am Anfang verhält er sich am Wormser Hof überhaupt nicht wie jemand, der jetzt gerne um die Prinzessin werben möchte. Er möchte nämlich gerne mit Gunther um sein Königreich kämpfen. Das reden sie ihm aber aus und er beschließt jetzt erstmal am Hof zu bleiben in Worms. Und er hilft den Königen, beziehungsweise vor allem Gunther, der Hauptkönig sozusagen, im Kampf gegen die Sachsen und die Dänen, die das Land der Burgunden angreifen. Und dort zeichnet er sich als der beste aller Krieger aus. Stried den Allerhöchsten, der Inder da geschach, zu Jungest und zum Ersten, den jemand gesach, das tät viel willigliche, du Siegfriedes Hand. Siegfried kämpft für seine neuen Freunde, die Burgunden. Er überquert mehrmals das Schlachtfeld, er metzelt alles nieder. Die anderen Krieger können eigentlich nur so hinterherlaufen und hinterherkämpfen. Den Hauptanteil macht Siegfried. Er beweist seine Kampfkraft und dank seines Einsatzes können die Burgunden, die Sachsen und die Dänen vertreiben bzw. besiegen, mit ihnen Frieden schließen. Danach, also als Siegfried sich jetzt zum ersten Mal bewährt hat bei Gunther, bittet Gunther ihn um Hilfe, denn Gunther möchte jetzt auch heiraten. Und zwar hat er sich eine ausgesucht und jetzt kommen wir zu einer dieser außergewöhnlichen Frauen, die ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich Brünhild, von der Gunther gehört hat und in die er sich spontan verliebt. Es wäre ein Königinne gesessen über See, ihr Gliech in Heine, man wäre in der Meer. Die was unmaßen Schöne, viel Michel was ihr Kraft, sie schoss mit schnellen Degenen um Beminne den Schaft. Den Stein, den warf sie ferre, danach sie wieten sprang, es wäre ihm inne Gärte, dem Morse Ahnewank, drü Spiel an Gewinnen, der Frauen wohl geboren. Gebrast ihm an dem Einen, dass er hätte das Haubeziehen verloren. Wer Brünhild heiraten will, die wunderschöne Brünhild, die aber sehr, sehr stark ist, der muss in ihren Kampfspielen gegen sie gewinnen. Drei Aufgaben gibt es. Man muss den Speer möglichst weit schießen, man muss einen Stein möglichst weit werfen und dann muss man noch Weitsprung machen, sozusagen. Und nur wer diese drei, alle drei Aufgaben besser macht als Brünhild, der darf sie am Ende heiraten. Hat bisher keiner geschafft. Und wenn man versagt, er hätte das Haubeziehen verloren, der wird geköpft. Trotzdem wagt Gunther es, denn er hat ja seinen besten Kumpel Siegfried dabei. Und die beiden schummeln jetzt ein bisschen. Siegfried geht zum Schiff, holt seine Tarnkappe, ja, damit er unsichtbar wird und diese extra Stärke hat. Und während Gunther schon total verzweifelt ist, oh Gott, soll ich das schaffen? Wie soll das jemals gehen? Kommt Siegfried daher und sagt, den Schild gib mir von Hände und lasse mich den tragen und merke rechte, was du mich hörest sagen. Und hab du die Gebäre, du Werk will ich begann. Gunther tut also die ganze Zeit nur so, als würde er den Speer werfen, den Stein werfen und Weitsprung machen. Tatsächlich macht das alles Siegfried und beweist dadurch wieder mal seine Stärke und seinen Heldenmut. Er schleudert den Speer stärker als Brünhild, er wirft den Stein weiter als sie und er springt mit Gunther im Huckepack natürlich auch viel weiter als sie. Alle denken aber natürlich, dass Gunther das gemacht hat, denn Siegfried ist ja unsichtbar. Und deshalb darf Gunther am Ende Brünhild heiraten. Brünhild ist zwar ein bisschen zerknirscht, aber sie muss es akzeptieren, das sind ihre Regeln. Und weil Siegfried Gunther jetzt hierbei geholfen hat, darf Siegfried jetzt endlich seine Kriemhild bekommen. Es könnte also jetzt erstmal alles gut sein.
Aber dieser Betrug an Brünhild, der wiederholt sich noch einmal. Denn auch in der Hochzeitsnacht sagt Brünhild, nee, Gunther, irgendwas stimmt hier nicht. Sie kämpft mit ihm, Gunther kann sich nicht behaupten. Das heißt, in der nächsten Nacht muss Siegfried kommen und nochmal helfen, um diese super starke Frau zu besiegen. Aber auch wieder unsichtbar. Und dieser Betrug wird ihm letztlich zum Verhängnis, denn die Sache kommt raus. Und um die Ehre seiner betrogenen Königin wiederherzustellen, tötet Hagen Siegfried. Er findet nämlich raus, ganz hinterhältig, indem er Kriemhild ausfragt, von dieser verwundbaren Stelle hinten am Rücken. Und dort jagt er ihm dann während eines Jagdausfluges einen Speer durch den Rücken. Er schoss ihn durch das Krüse, das von der Wunde brannt, das Blut von dem Herz in Waste an Hagen war. Das Blut spritzt bis auf Hagen drauf. Siegfried liefert ihm dann noch einen außergewöhnlichen Kampf, obwohl er schon tödlich verwundet ist. Aber im Endeffekt stirbt er dann auf einem Blumenbett. Das Nibelungenlied ist hier noch nicht zu Ende, aber Siegfrieds Geschichte ist zu Ende. Wie gesagt, er stirbt. Siegfrieds Frau Kriemhild wird sich im weiteren Verlauf des Nibelungenliedes an Siegfrieds Mördern rächen. Trotzdem machen wir jetzt hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir jetzt über Siegfried schon wissen. Siegfried ist adelig, er ist reich. Wissen wir durch den Nibelungenschatz. Ja. Er ist unglaublich stark und mutig. Also schon mal ganz tolle Heldeneigenschaften, die er hat. Außerdem hat er Superkräfte. Ja. Er ist fast unverwundbar durch dieses Bad im Drachenblut. Und er hat besondere Ausrüstungsgegenstände, nämlich das Schwert Balmung und diese Tarnkappe, die unsichtbar macht und nochmal extra Stärke verleiht. Außerdem vollbringt er natürlich besondere Taten. Ja, einmal dieser Zwergenkampf, der Riesenkampf, der Drachenkampf, dann eben auch der Sieg über die Sachsen und Dänen, wo er kämpft wie kein anderer. Und schließlich ist er der Einzige, der es ja jemals geschafft hat, Brünhild zu überwinden, diese superstarke Frau. Das heißt, er ist so unglaublich gewaltig und so toll in allem. Und dafür hat die Forschung ein extra Wort, wir nennen das Exorbitanz. Also er ist so außergewöhnlich über alles drüber. Exorbitant. Ja, eine Frage. Sag mal, hat denn diese Geschichte mit dem Lindenblatt und dem Blut irgendwie einen realen Hintergrund? Manchmal gibt es sowas ja, dass die Forschung herausgefunden hat, es gab mal sowas Ähnliches sozusagen in der Realität. Weiß man da irgendwie was dazu? Also nicht, dass ich wüsste, dass jetzt jemand im Drachenblut gebadet hätte. Ist mir jetzt. Nee, so nicht, aber oftmals gibt es ja sowas, dass sozusagen aus realen Geschichten dann sozusagen mit Übertreibung solche Heldengeschichten geworden sind. Und manchmal kennt man ja dann sozusagen so die Hintergründe, so zumindest teilweise. Ja, also bei Siegfried nicht, weil das einfach so weit zurückgeht in die Sagenüberlieferung. Die Sache mit dem Drachenkampf und dem Blut haben wir auch in der nordischen Edda zum Beispiel. Da läuft das auch ein bisschen anders ab. Da liegt er in so einer Grube und wartet, bis der Drache über ihn drüber kriecht. Und er sticht ihn dann von unten, sodass das ganze Blut in die Grube fließt. Also da ist das wieder ein bisschen anders dargestellt. Aber jetzt so wirklich, dass wir wissen, es gab mal einen, der war quasi unverwundbar. Nee, also da geht das auch einfach zu weit zurück. Da haben wir nicht wirklich genug Quellen dafür einfach. Genau, also das nennen wir Exorbitanz. Und diese Exorbitanz ist letztendlich das Problem des Helden. Denn er ist so drüber, so außergewöhnlich, so viel besser in allem. Und er widersetzt sich den Regeln des Hofes. Ja, also er betrügt und ich mache kurz den Satz fertig. Ja. Er betrügt und deshalb muss er am Ende weg. Ja, er wird ermordet. Kein Platz für ihn am Hof. Frage. Ja, noch eine weitere gute Frage von MJ bei YouTube. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Erzählungen von Achilles und Siegfried? Denn beide Helden waren ja bis auf die eine Stelle, also Ferse und Schulter, unverwundbar. Ist das Zufall oder nicht? Jein. Also ein direkter Zusammenhang zwischen jetzt dieser griechischen Mythologie und der nordischen ist mir jetzt nicht bekannt. Aber dieser außergewöhnliche Held mit einer Schwachstelle, das würde ich sagen, ist so eine Art Heldentopos. Ja? Also ein Muster, das einem immer wieder begegnet. Ja? Also auch unsere heutigen Superhelden haben ja oft eine Schwachstelle. Und auch in unserem heutigen Storytelling zum Beispiel, wenn ihr mal guckt, in jedem Film hat der große Held eigentlich irgendeine klitzekleine Schwachstelle. Ja? Ein Flaw nennt man das dann. Also etwas, wo man ihn angreifen kann, den er dann auch irgendwie überwinden muss. Also das scheint einfach ganz mit der Heldenfigur an sich zusammenzuhängen und nicht so sehr eine Stofftradition auszumachen zwischen den verschiedenen Traditionen. Sonst wäre es ja auch wahrscheinlich zu langweilig, ne? Also wenn der Held jetzt komplett unverwundbar wäre, dann könnte man ihn ja auch nicht besiegen, ne? Und so ist das, glaube ich, auch besser für die Geschichte, ne? Genau. Also sonst gäbe es ja keine Spannung zu erzählen. Also wenn von vornherein immer klar ist, ja, der gewinnt,
dann wird es irgendwie langweilig für uns. Also es muss zumindest immer die Chance geben, damit Spannung überhaupt entstehen kann, dass es auch schlecht ausgehen könnte, was es dann in den meisten Fällen für die Helden nicht tut. Also unsere heutigen Superhelden überleben ja meistens. Aber nur dadurch kann es ja spannend werden, dass wir diese Alternative mit dabei haben, dass es auch schlecht ausgehen kann. Okay, damit haben wir uns jetzt erstmal Siegfried angeguckt und ich schiele kurz auf die Uhr, es klappt noch. Gucken wir uns jetzt noch einen zweiten Held an, nämlich Dietrich. Der hat eben, wie schon angekündigt, ein historisches Vorbild, das wir auch relativ gut rekonstruieren können, nämlich Theoderich der Große. Ja, von ungefähr 1500 Jahren hat er gelebt und regiert. Ja, ihr seht hier mal eine Zeichnung von ihm. Und er herrschte über das heutige Italien und Teile des Balkans. War also ein großer, gefürchteter König auch. Und obwohl wir uns mit dem Dietrich eben, also irgendwie immer noch von Theoderich erzählen, hat dieser Dietrich von Bern mit Theoderich dem Großen eigentlich nicht mehr wirklich viel zu tun, bis auf den Namen. Denn zum Beispiel begegnet Dietrich in den Geschichten immer ganz oft dem Hunnenkönig Attila, also der heißt dort Etzel. Wenn man jetzt aber mal auf die Geschichte guckt, also was tatsächlich passiert ist, dann war der echte Theoderich gerade erst geboren, als Attila schon gestorben war. Also die sind sich nie begegnet, historisch. In den Geschichten besucht Dietrich Etzel Attila aber ganz oft. Ja, das heißt, die beiden sind nicht gleichzusetzen, aber irgendwie wurden die Geschichten über Dietrich eben von Theoderich inspiriert oder gehen auf ihn zurück. Und von Dietrich gibt es nun im deutschen Sprachraum sehr, sehr, sehr viele Geschichten. Die lassen sich ganz grob in zwei Gruppen einteilen. Einmal die, die eher historisch sind, die nennen wir historische Dietrich-Epik, die also stärker auf historische Ereignisse zurückzuführen sind. Und die, die wir heute Fantasy-Literatur nennen würden. Ja, da begegnet Dietrich Zwergen und Riesen. Ihr seht hier einmal, das ist der kleine Zwerg Laurin, der in dem schönen Rosengarten, ja, mit dem Pferdchen unten, er hat auch ein Pferd auf seine Körpergröße. Oder hier der Riese Ecke, ja, der Riese Siegenot. Also da begegnet er den Riesen. Auch Dietrich, ja, eine Frage? Ja, noch eine Frage bei YouTube von Jan. Zu diesem Terminus, sag ich mal, Lied. Also er fragt, das heißt ja Nibelungenlied, war es denn auch ein Lied oder ist es ja eine Geschichte? Also wie kann man das bezeichnen? Okay, also wir gehen davon aus, dass das gesungen wurde oder zumindest so rhythmisch gelesen. Ihr könnt gerne mal gucken, auf YouTube gibt es verschiedene Interpretationen von Leuten, die sich auch ein bisschen historisch mit Musik befassen, die das Nibelungenlied vorsingen oder neu interpretieren. Das ist immer ganz spannend. Und wir kommen auch zum Liedbegriff, weil in der letzten Strophe des Nibelungen heißt es, das ist der Nibelungenlied. Es gibt zwei Fassungen. Einmal heißt es, das ist der Nibelungenlied und einmal, das ist der Nibelungenlied. Ja, also auch von da haben wir irgendwie diesen Begriff abgeleitet, wie wir das nennen. Aber wir gehen eben davon aus, dass es zumindest vorgetragen, wahrscheinlich auch gesungen wurde, weil es eben so strophisch aufgebaut ist. Okay, zurück zu Dietrich, den ihr hier schon seht. Wie gesagt, gibt es von ihnen sehr, sehr viele verschiedene Geschichten. Ich zeige euch jetzt heute wieder nur ein paar, an denen wir ein bisschen nachvollziehen können, was Dietrich als Held ausmacht. Auch hier habe ich wieder eine Handschrift mit dabei und ihr könnt wieder versuchen mitzulesen, wenn das jetzt einmal in groß ist und ich es vorlese. Ja. Hier steht, es was zu Bern gesessen, ein Ritter gar unvermessen, der was geheißen Dietrich. Nindert fand man sein gleich, bei denselben Zeiten, in Stürmen noch in Streiten, torst ihn niemand bis dann, er was ein Fürst gar lobsam. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel, wir hatten vorhin die Fragen mit den Akzent, mit den Zirkumflex. Ja, ihr seht in der Handschrift, sind die nicht da. Ja, sondern da, das macht dann erst die Edition. Also wenn wir aus der Handschrift sozusagen ein Buch machen, das ihr euch dann in der Bibliothek ausleihen könnt oder euch kaufen könnt, um es zu Hause zu lesen. Also Dietrich, ein lobreicher Fürst, der Beste überhaupt, in Stürmen und in Streiten, ja, im Krieg bewährt. Und er erlebt ganz viele tolle Abenteuer und ist eben sehr, sehr stark. Zum Beispiel erschlägt er in der Rabenschlacht einfach mal 2000 Gegner. Das macht er mal eben so. Wollt ihr nur hören gerne, was wundert man da begier? Der Werdevogt von Berne, das will ich überscheiden hier. Das ist mir ein Kundes Meere. 2000 Mann Schluchter der Bernere. Der Bernere ist immer der Berne, also Dietrich. Und hier seht ihr auch schon das, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem Erzählen, dass der Erzähler ganz wichtig ist. Ja, wollt ihr nur hören sagen, das will ich überscheiden. Ja, also immer diese Erzählerfigur, die diese Mündlichkeit noch mit zeigt.
Dietrich ist aber eben nicht nur gegen die normalen Helden erfolgreich, sondern eben auch in der sogenannten Fantasy-Literatur sozusagen gegen Zwerge und Riesen. Hier seht ihr einmal den Riesen Ecke, ja, der Große auf dem Bild natürlich, Dietrich ist der Kleine. Und Ecke möchte eigentlich gar kein Riese sein, sondern viel lieber ein normaler Ritter und er möchte sich bewähren im Kampf gegen Dietrich von Bern. Deshalb zieht er aus, um mit ihm zu kämpfen. Dietrich will am Anfang nicht so, aber dann lässt er sich doch drauf ein. Und sie kämpfen miteinander. Es ist ein sehr, sehr langer, sehr harter Kampf, aber schließlich gelingt es dann Dietrich. Den Helm er ihm so abgebracht, was er das Herzen ihres Dach, das er konnte sie nicht gewinnen. Als klein als um ein Haar, mit dem Knopfe stays er da, das Blut begunde rinnen, an allenthalben durch das Gold, der Risse ward Ahne wisse. Ja, also man kann den Riesen, da er so eine besondere Rüstung hat, nicht einfach erschlagen. Man muss ihn mit dem Schwertknauf, ja, mit dem Knopfe stays er da, mit dem Schwertknauf auf den Helm schlagen, damit er Ahne wisse wird, also bewusstlos wird. Eine Frage. Ja, noch eine weitere Frage von Emmett bei YouTube. Der möchte wissen, gibt es denn auch Tiere als Helden in der mittelalterlichen Literatur? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Also ist nicht eigentlich irgendwie so Einhörner oder sowas, ne? Oder also die sind dann halt nicht der Held. Also wir haben jetzt hier den Drachen zum Beispiel. Dietrich begegnet auch ab und zu einem sogenannten Meerwunder, wo wir nicht genau wissen, wie ist das vorzustellen. Ist das so eine Art Triton-Figur wie bei Ariel die Meerjungfrau oder so? Es ist so ein bisschen schuppig. Also es gibt schon so Fabelwesen, sage ich jetzt mal, aber das häufigste sind eigentlich Drachen. Ganz klassisch, denen man begegnet. Und dann Riesen und Zwerge vor allem. Aber die sind wahrscheinlich nicht die Protagonisten immer in den Geschichten, ne? Sondern das sind schon dann die genau, Menschen. Also die Protagonisten sind eigentlich immer irgendwelche Ritter, die ganz toll lobsam sind, wunderbare Kämpfe vollbringen. Und diese ganzen Fabelwesen sind eigentlich immer eher die Gegner, die es dann zu besiegen gilt. Genau, also hier einmal der Riese Ecke. Und nach langem Kampf kann er ihn eben endlich K.O. schlagen und dann auch töten letztendlich. Auch gegen Zwerge kämpft Dietrich, hier zum Beispiel gegen den Zwerg Laurin, also der Kleine. Der hat einen wunderschönen Rosengarten, das seht ihr, ist diese kleine Umrandung drumherum und auch ein passendes kleines Pferdchen für seine Größe. Und der hat eben diesen Rosengarten, das finden Dietrich und seine Männer nicht so toll. Sie sagen, das ist arrogant, sowas sollte er nicht haben. Reiten in den Wald, um den Rosengarten zu zerstören, was der Zwerg Laurin natürlich gar nicht toll findet. Er kommt an. Und es kommt erstmal zum Kampf, denn der Zwerg greift sie an und weil der Zwerg auch immer so außergewöhnliche Gegenstände hat, ist ein Kampf gegen einen Zwerg auch ganz schön anstrengend und nicht so leicht. Aber wir haben es mit einem wunderbaren Held Dietrich zu tun, der es letztendlich schafft. Herr Dietrich, was für Zorn, er schlug es nieder auf den Plan, da ihr Schrei, das Gezwerg wundesam, das ist also lute Herr Hall über Berg und über Tal. Also letztendlich gelingt es Dietrich, den Zwerg hier zu besiegen. Vor allem aber mit Hilfe seiner Freunde, die er dabei hat. Ja. Denn Laurin ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass dieser Kampf nicht immer so reibungslos funktioniert. Laurin hat zum Beispiel auch eine Tarnkappe, er hat einen Gürtel, der besondere Kraft noch verleiht. Er hat später auch noch Zauberringe, die unsichtbar machen und Stärke verleihen. Und Dietrich braucht dann immer die Hilfe von seinen Gefährten, die ihm sagen, ah, Dietrich, das ist ein Zwerg. Du musst erst das und das machen, damit es funktioniert. Das ist der weise Hildebrand, der immer mit dabei ist. Und erst dann kann Dietrich auch gegen Laurin dann gewinnen. Auch gegen die Riesen hat er manchmal Probleme. Ich habe es schon vorhin erwähnt, Ecke mit seiner undurchdringbaren Rüstung, den kann er erst besiegen, als er unfair kämpft. Nämlich als Ecke schon halb bewusstlos am Boden liegt, ersticht er ihn sozusagen unter der Rüstung durch. Das ist nicht sehr ritterlich. Aber gegen einen Riesen ist es dann sozusagen okay. Oder auch hier seht ihr auf den Bildern den Riesen Siegenot, dem es gelingt, Dietrich gefangen zu nehmen. Also hier unten seht ihr den gefangenen Dietrich, während der Riese hier seine Rüstung noch aufhängt. Und hier muss dann eben auch erst der weise Hildebrand kommen, um Dietrich wieder zu befreien, damit sie dann den Riesen besiegen können. Wir haben jetzt also schon gehört, dass Dietrichs Gegner, diese wundersamen Wesen, ganz oft außergewöhnliche Ausrüstungen haben. Aber Dietrich hat auch was dabei. Zuerst sein außergewöhnliches Pferd, das heißt Falke. Falke, was dasselbe Ors genannt, als ich vernommen habe, ist was das Beste über Elüland. Das beste Pferd aus allen Ländern ist Falke, auf dem er immer reitet. Außerdem hat Dietrich, das ist ein bisschen lustig, so eine Art magisches Unterhemd. Könnte ich das so ein bisschen vorstellen wie das Mithrilhemd bei Herr der Ringe. Ja? Das hat er unten drunter, ja? Wie er sich wehrte, das tönig übekund.
Und was ihn ernährte, das sollte horen hier zu stund, das tät ein Hemd siedene, das trug er unter dem Halsberge siene. Er hat also dieses Hemd unter der Rüstung, das ist wie eine Art zweite Rüstung. Wenn die Rüstung also mal durchdrungen ist, dann kann ihn immer noch dieses Hemd retten. Außerdem hat er noch einen ganz tollen Helm, der heißt Hiltegrim, den er zusammen mit dem Schwert Nagelring einmal von Riesen erbeutet hat. Und dieser Helm, der geht nicht kaputt, sondern jedes Mal, wenn jemand draufhaut, dann leuchtet er ein kleines bisschen heller. Also er zeigt sozusagen an, wie viele Kämpfe sein Träger schon bestanden hat. Da scheint es am der Brunne, so schöne Lucht der Hiltegrim, der was gar Falsches ahn. Ja, also ohne falsch dieser Helm und er leuchtet immer wunderbar. Und schließlich erbeutet Dietrich dann auch noch das Schwert Eckesachs, ja, vom Riesen Ecke. Auch ein ganz besonderes Schwert und auch Eckes Rüstung, die ist in Drachenblut gehärtet. Ihr erinnert euch bei Siegfried, das mit dem Drachenblut, das Sachen hart macht. Das scheint im Mittelalter so ein Ding gewesen zu sein. Einfach was in Drachenblut tunken und dann wird das unverwundbar sozusagen. Ja. Die Ringe Guldin Fingers groß gehärt in Drachenblurte. Dass ich dir sage, das ist wahr, keins Wertes sniet ihr als ein Haar. Also kein Schwert kann auch nur ein Haarriss in diese Rüstung bringen. So hart ist sie. Aber diese Ausrüstungsgegenstände sind nicht alles. Dietrich hat noch mehr. Denn wenn es hart auf hart kommt, kann Dietrich Feuer speien. Man sagt von sine Munde garn ein Dunst, die was heiß, do von Laurine des Weiß fasste durch die Ringe ran. Ihm ging aus seiner Kelle ein Gloch von Fause rot, gleichsam es wär die Helle, es brocht die Zwerg in Not. Wenn Dietrich richtig in Kampfrage ist, dann fängt er an Feuer zu speien, seine Gegner schwitzen, der Schweiß rinnt ihnen herab, es bringt die Zwerge in Not, es schmilzt alles weg. Also da wird Dietrich selbst wie eine Art Drache, der loskämpft. Und dieses Feuerspeien zusammen mit der Kampfausrüstung und der Kraft, die er an sich schon hat, diese Kampfkraft, hilft eigentlich meistens, dass Dietrich am Ende auch einen Kampf gewinnt. So, auch von Dietrich wollen wir jetzt so ein kleines Resümee ziehen, was ihn denn als Helden ausmacht. Dann werdet ihr sehen, es gibt schon verschiedene ähnliche Dinge wie bei Siegfried oder auch bei unseren Superhelden. Dietrich ist auch adelig, er ist reich, er ist vorbildlich und er ist sehr, sehr stark. Außerdem hat er eine Superkraft, er kann Feuer speien, aber nur, wenn es hart auf hart kommt, also nicht immer sofort. Er hat eine besondere Ausrüstung, nämlich er hat sein tolles Pferd, er hat dieses Unterhemd, ja, von seinem Vorfahren Wolf Dietrich geerbt. Er hat den Helm, er hat eine besondere Rüstung, er hat ein ganz tolles Schwert. Außerdem vollbringt er besondere Taten. Einmal die Kämpfe gegen Riesen und Zwerge, von denen es ja so viele gibt, und aber auch die ganz normalen Kämpfe in Kriegen, auch hier ist er immer ganz vorne mit dabei und der Beste. Das heißt, auch er hat diese Exorbitanz, ja, dass er so ganz außergewöhnlich ist. Frage? Ja, passend dazu eine sehr gute Frage von ERE Teacher. Möchte wissen, wieso gilt denn Dietrich eigentlich als Held, wenn er eigentlich unfair kämpft, wie gegen den Riesen und den Zwerg seinen Rosengarten nicht gönnt? Das sind doch eher negative Darstellungen einer Person. Ja, sehr gute Frage. Das ist so, dass wir hier auch die Gegner, das mittelalterliche Publikum, die Gegner wohl bewertet hat. Sprich, gegen einen anderen Ritter ist das total unehrenhaft, wenn man dessen Schwäche ausnutzt. Also hier gibt es auch Textstellen, vor allem eher in den Romanen, dass die Ritter dann auch tatsächlich eine Pause machen, wenn sie merken, oh, mein Gegner ist erschöpft. Jetzt machen wir eine Pause, weil es wäre unehrenhaft, jetzt weiterzukämpfen, wenn der nicht mehr auf der Höhe seiner Kraft kämpfen kann. Dann machen die Pause, kämpfen nachher weiter. Wenn man aber gegen etwas Unhöfisches, wie ein Riesen oder ein Zwerg kämpft, die eben nicht zur Gesellschaft gehören, sondern von draußen kommen, dann ist das in Ordnung. Dann darf man das. So, weil für die diese Regeln eben nicht gelten und weil für die diese Regeln nicht gelten, weil sie selbst unfair kämpfen. Ja, der Riese ist schon von Natur aus viel stärker, der Zwerg hat all seine Zauberringe und Tarnkappen und Gürtel und deshalb ist es dann in Ordnung, wenn man da auch selber zu Tricks greift. Aber eben im Kampf von Ritter zu Ritter wäre das nicht in Ordnung. Genau, also auch für Dietrich können wir das Etikett Exorbitanz vergeben. Und trotzdem ist Dietrich auf lange Sicht ein bisschen handhabbarer als Siegfried. Wir erinnern uns, Siegfried musste am Ende sterben, weil er einfach zu viel hatte, zu stark war, zu groß war, betrogen hat. Bei Dietrich ist es ein bisschen anders, denn Dietrich ist am Anfang immer so ein bisschen zaghaft. Er denkt immer, ach, ja, wir müssen ja nicht gleich kämpfen, können ja auch erstmal reden. Muss ihn immer ein bisschen überreden, damit er dann mal loslegt. Und deshalb
gibt es bei ihm jetzt nicht so ein krasses Ende, sondern meistens kehrt er am Ende der Geschichten einfach zurück an seinen Hof und dann sind da alle wieder glücklich, Ordnung wiederhergestellt, alles gut. Trotzdem gibt es aber Erzählungen von Dietrichs Ende, die sind ganz oft in Zusammenhang mit dem, was man sich über Theoderich erzählt. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Geschichte von einem sogenannten Höllenritt, ja, dass Dietrich einfach bzw. Theoderich in die Hölle geritten ist oder in einen Vulkan gestürzt ist. Oder, das ist jetzt eher die literarische Variante, er wird von einem Zwerg fortgeführt. Das lese ich euch noch vor. Da kam ein kleiner Zwerg und sprach zum Berner: Berner, du sollt mit mir garn. Da sprach der Berner: Wo soll ich hingarn? Da sprach der Zwerg: Du sollt mit mir garn. Dein Reich ist nicht mehr in dieser Welt. Also ging der Berner hinwege und weiß niemand, wo er kommen ist. Ob er noch in Leben oder tot sei, weiß niemande wahrlich davon zu reden. Also wir wissen nicht, was mit Dietrich passiert ist. Eine Möglichkeit, es kam ein Zwerg und hat gesagt: Dietrich, Berner, komm mit mir, du gehörst nicht mehr in diese Welt. Und dann ist er mitgegangen, jetzt wissen wir nicht, ob er noch lebt oder tot ist. Keiner kann davon erzählen, er ist einfach weg. So, Zeit für ein abschließendes Fazit. Wie ihr also gesehen habt, sind Helden keine Erfindung unserer Zeit, sondern auch im Mittelalter hat man sich schon ganz oft Geschichten über sie erzählt. Was einen Helden im Mittelalter ausmacht, das haben wir jetzt auch gesehen. Ich blende es hier nochmal ein. Ja, sie sind mutig, stark, sie haben irgendwelche Superkräfte, sie kämpfen ganz oft, sie vollbringen Heldentaten, sie haben besondere Ausrüstung, sie sind tapfer und vor allem zeichnen sie eben diese Exorbitanz aus, diese Außergewöhnlichkeit gegenüber allem Normalen. Und darin, wenn ihr jetzt zurückdenkt an Iron Man oder Superman oder Wonder Woman, sind unsere Superhelden den Helden des Mittelalters eigentlich gar nicht so unähnlich. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Wenn jetzt noch Fragen da sind, könnt ihr die noch loswerden. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch ein bisschen für mittelalterliche Literatur begeistern konnte. Wie gesagt, gerne mal bei YouTube oder sonst irgendwo gucken nach gesungenen Versionen des Nibelungenliedes. Das ist sehr, sehr schön.